seconds remaining. 5 seconds remaining. So, willkommen zurück in der Dota 2 Asian Championship 2015 im Lower Brackets Final oder Semifinal, je nachdem wie ihr es nennen wollt, zwischen Team Secret und Big God, die 1-1 stehen. Die beiden Fights vorher waren super knappe, super spannende Spiele, von daher bin ich gespannt, wie das jetzt läuft. Und die Bans sind ähnlich wie im letzten Game. Wieder der Chen gebannt gegen Secret, wieder der Lycan gebannt, wieder Broodmother gebannt. Und dieses Mal halt auch die typischen Burning Buns mit Sniper und Medusa und Ancient Abrasion mal wieder als Third Pick von Team Secret. Die gehen diesmal wieder mit dem Batrider und Shadow Fiend, wo sie Game 1 gewonnen haben, aber Big God mit Venge und Faces Void. Also mal wieder ein Void Game. Auch interessant. Ja, Batrider into Venge, das ist halt so eine Sache. Müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Aber Sai hat auch im Game 1 gezeigt, dass er generell halt die Pickoffs bekommt. Und vielleicht dann auch so irgendwie rauskommt. Oder er muss halt die Vengeful Spirit lassen. Ist nicht das perfekte Lineup für den Batrider, das stimmt. Mal schauen, ob es trotzdem funktioniert. Earth Shaker ist jetzt hier auch weg. Das heißt, Kuro kriegt diesmal einen anderen Helden. Vielleicht kriegt er diesmal Rubik. Swap wäre cool gegen die Chrono. Dann, keine Ahnung, die Chrono selbst wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee, je nachdem, wo sie hinkommt. Da hat er eine gute Möglichkeit, eventuell was zu bekommen. Außerdem Kuro Rubik ist natürlich Kuro Rubik. Ziemlich cool. Ja, dieses Mal wird das halt mit dem Black Hole so eine Sache. Denn, naja. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Witch Doctor. Witch Doctor gegen Void. Vielleicht ein Counterpick, aber generell auch ein starker Held. In die Chrono. Die Chrono ist halt zum Zone da und die kann halt auch sehr schnell für Team Secret funktionieren. Lion, außerdem der letzte Bann. Um halt so ein bisschen dieses Burst-Potenzial runterzuholen. Bisher ist Team Secret da nicht sonderlich tanky gebaut. Außer halt der Shadow Fiend, wenn er auf den BKB geht. Dann schauen wir mal. Team Secret hat einen Support, Big God auch. Burning Held, der von außen in die Chrono reinschießt, ist noch offen. Wir könnten hier, was wir heute schon öfters von Big God gesehen haben, hier tatsächlich die Draw Ranger sehen. Haben wir Draw Ranger Vengeful Spill schon öfters gesehen, plus, keine Ahnung, einen Razor oder einen Necrophos oder sowas. Glaube ich, ist auch im Pool von Big God gerade drin. Das wäre sowas, was wir hier gut sehen könnten. Aber erstmal wieder der Juggernaut. Na gut. Das scheint wohl erstmal der Burning Head zu sein. Trotzdem, Zhao 8, Draw Ranger in der Mitte, könnten wir hier sehen. Bristleback ist es für Team Secret. Also ein snowballiges Stompy-Lineup. Sehr tanky, aber halt auch in der Chrono sehr schnell von vorne angehbar. Wir könnten ja außerdem einen Wisp für Team Secret sehen. Bristle Wisp wurde ja öfters gespielt. Batrider kann hier die Engages beginnen. Das Problem ist halt dann, dass sie dann doch eher schwachen Teamfight haben. Und Big God haben halt mit der Chrono eine gute Möglichkeit, einfach zu fünft was zu forcen. Und mit Chrono, Omnislash und einem Defensive Swap ist es da halt sehr, sehr schwierig, an Big God reinzukommen. Also Vengeful Spill plus Faces Void ist schon ein ziemlich cooles Combo. Wenn sie das Early Game nicht zu stark verlieren. Klar, gegen Bristleback, Batrider und Shadowfeed ist es eine Möglichkeit mit Witch Doctor Support. Aber Big God sind ja doch sehr stabil bisher eigentlich drin gewesen. Tja, aber erstmal, Joe 8 lässt sich noch ein bisschen Zeit. Müssen halt schauen, was sie hier gegen picken. Bristleback ist halt auch so ein recht tankiger Hero. Dann müssen wir schauen, ob sie halt mehr auf Damage gehen, ob sie halt gleichfalls hier den Tank reinwerfen. Oder wie halt so die Wahl von Big God ist. Und es ist der Skywraith Mage. Also die berühmte Chrono-Mystic-Flare-Kombo. Easy to executen. Und doch nicht zu vernachlässigen stark. Auch gegen Bristleback. Und Skywraith Mage generell ist halt ein ziemlich starker Support. Mit Vengeful Build. Sie haben halt recht viel so an Stunts, was sie halt für die Mystic-Flare nutzen können. Außerdem haben sie den Slow, der besonders auf der Lane zusammen mit Juggernaut ziemlich cool ist. Für den Spin halt ganz gut durchzuziehen. Magic Missile, Slow und dann sollte es mit Spin and Kill sein. Auch auf dem Bristleback, den man vielleicht dann sogar von vorne spinnen kann und ihn dabei sogar blocken kann.
Razer gebannt für Big God und Silencer ist tatsächlich jetzt gegen Team Secret gebannt. Wäre auch eine gute Wahl, auch gegen Void. Gegen Vengeful Spirit halt, um Swaps zu verhindern und um den Omni-Slash zu delayen. Außerdem ist halt Swap plus Batrider, also Silence plus Batrider Initiation, damit kein Swap rauskommen kann, ist halt eine ziemlich gute Möglichkeit, hier die Vengeful Spirit zu countern. Tja, Team Secret haben noch eine Wahl und recht viel Reserve-Zeit. Brauchen halt noch einen Supporter. Tja, ist die Wahl von Kuro, was er jetzt hier nimmt. Rubik wäre drin, aber muss nicht unbedingt sein. Weiß nicht, so perfekt ist es für Rubik nicht. Er kann halt gut außerhalb der Krone stehen, aber auch ein Scarath Mage und ein Silence haben da recht viele Reichweite und vielleicht auf der Lane nicht so gut. Außerdem, wenn sie jetzt hier was Aggressives nehmen, wie ein Dazzle. Dazzle, Witch, Dr. Bristleback können sie durchaus aggressiv gehen mit Batrider Solo. Aber Scarath Mage, Juggernaut und Vengeful Spirit können auch aggressiv gehen. Von daher kann es sein, dass sich hier beide Teams gegenseitig dodgen. Mal schauen, wie die Lanes da sind. Sehr viele Möglichkeiten zu swappen. Sogar Shadowfiend kann halt quasi Solo gehen und Batrider in die Mitte, aber das wird hier wohl kaum vorkommen. Selbst bei einem Melee-Support sollte Batrider auf der Safe-Lane da besser unterkommen. Hat bisher einen Void auf der Offlane. Batrider Void ist eine ziemlich gute Sache. Big God als letzten Pick. Haben halt hier noch die Mitte übrig. Und das wird ein Zeus sein. Also Raw Damage, um schnell die Support-Switch Dr. Dazzle down zu bekommen, um Batrider Initiations zu verhindern. Und auch Shadowfiend ist recht squishy. Beide Teams, glaube ich, werden recht viel Emphasis auf die Mitte legen. Das Problem wird halt nur sein bei Dazzle. Ja, Dazzle muss halt gut TPen können. Witch Doctor kann ganken. Aber das Big God Support Duo ist wunderbar im Roam. Und da werden wir einige Roams in die Mitte sehen. Da muss halt diese sehr, sehr defensiv stehen. Sehr gut aufpassen. Und wenn Missing gecallt wird, halt auch dementsprechend konzentriert spielen. Aber ich glaube, konzentriert sind alle Mitspieler dieser Teams. Denn es geht um einiges. Es geht um darum, nach EG reinzukommen. Und ich glaube, wenn der Chat mir das oft genug sagt, dann werde ich es auch einsehen, dass es hier darum geht, ins Spiel um... danach gegen EG zu spielen und danach ins Grand Final zu kommen, so wie es ausschaut. Aber auf jeden Fall hier nach EG plus den Gewinner des Ganzen. Das heißt, der Verlierer hier ist Platz 4. Gut, aber ja, BG haben wahrscheinlich den einfachen zu exekutieren Draft. Secret hat Potenzial mit Bristleback, sehr tanky, kann stompen, aber sind halt doch ein bisschen auf Timing angewiesen. Könnte schwierig werden für Secret, aber wenn sie es abpullen, dann pullen sie es richtig. Das ist halt so das, was Secret haben. Nun gut, also Burning wieder auf dem Juggernaut, auf der Safelane zusammen anscheinend mit Lanham und Ice Ice, von daher keine Aggressive Trilane, Vengeful Spirit und Scarath Mage gehen hier auf die Toplane. Wir haben Jawaid in der Mitte auf dem Zeus. Und auf der Offlane ROTK, auf dem Void diesmal. Also drei verschiedene Helden bei ROTK. Mal schauen, wie die Kronos so sitzen werden, ne? Auf der Mitte von Secret haben wir S4 auf dem Batrider, tatsächlich, der dann dementsprechend auf die Solo-Lane unten geht. Also Safe-Lane Farmer. Es wird eine Aggressive Trilane mit Zai auf dem Bristleback, Puppy wieder als Support Dazzle und Kuro diesmal als Witch Doctor. Das lässt Arteezy in der Mitte als sein Core Shadowfiend übrig. 4 gegen 4 Exchange in der Mitte. 5 gegen 5 Exchange in der Mitte. Und mal schauen hier. Wir haben einige Napalms, viel Turnspeed. Damage kommt raus, die Cask ist halt ganz schön. Bounce wieder zurück auf Burning. Aber Disengage. Jetzt wird die Rune gejagt. Batrider hat Boots. Aber RTK ist schneller da. Von daher hier eine ganz normale Runen-Exchange, obwohl hier sehr viel reingeworfen wurde. Tatsächlich geht Kuro auf die Bottom-Lane, von daher wird es wohl eine Dual-Lane mit Puppy und Zai gegen die Tri-Lane von BG. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, prinzipiell kann Puppy halt die einfachen Kills hier aufhalten oder selber jemand werden. Müssen sie jetzt schauen. Aber, naja, könnte zumindest halt die Kills aufhalten auf der Lane. Top-Lane haben wir RTK Solo gegen S4 und Witch Doctor wird ein bisschen pullen, damit die Lane für S4 einfacher wird. In der Mitte Arteezy gegen Zhao 8. Ein bisschen
bisher schon even. Atizi braucht da ganz gut Regen. Aber auch Joe 8 muss halt aufpassen, der Burst. Von Atizi ist vorhanden. Aber wir schauen trotzdem mal so ein bisschen auf die Top-Lane hier. Wir müssen mal runter gucken auf die Stacks, die S4 auf RTK liegt. Ansonsten halt wird auf der Top-Lane wahrscheinlich das meiste passieren. Die ersten Sticks gegen... Magic Stick gegen Zeus kommt auch schon raus. In der Mitte Kuro findet RTK, beziehungsweise umgekehrt. Und lässt sich so ein bisschen aus der Lane bullien, aber hey. RTK hat nichts anderes vor und Witch Doctor hat eigentlich auch nicht so viel anderes vor. Papi muss halt hier oben auf der Lane sehr weit aufpassen. Hat sich jetzt hier nur selber gehalten. Na gut. Aber jetzt erstmal auch Prizzleback hier. Mit der Clarity. Die Supports machen einen ziemlich guten Job, dass sie halt beide zusammen halt komplett Secret rausharrest und nicht wirklich an die Lane kommen. Und da hilft auch Papi nicht so weit. Sei geht zur Rune. Aber da ist halt auch schon Lenem. Big Gods sind gerade... Ja, Big Gods sind alle irgendwie voraus. Auf der Top-Bottom-Lane kommt RKT, hat 4 Stacks. Maledikt macht einiges an Damage. Und Firefly hat... Oh, Firefly zu früh. Dived er hier? Nein, okay. Ich dachte schon, nein. Zu früh ist Firefly, aber man muss es probieren. Sei, wie sieht's aus? Kein Stun, Level 1 noch. Alle sind hier noch Level 1. Auch Sei immer noch Level 1. Sogar Papi hat mehr Experience als Sei hier. Die Lane für Top funktioniert nicht gut für Secret. In der Mitte 14 zu 6 gegen 10 zu 0, ja. Atizi scheint seine Lane zu gewinnen. Das ist bei Zeus nicht überraschend. Auf der Bottom Lane RTK kriegt ein bisschen Farm, kriegt halt auch XP. Und klar, Batrider kann farmen. Frühe Bottle hier. Ah, Top Lane, wieder Secret. Trotzdem Lenem. Einfach keine XP und das schadet halt so ein bisschen. Kuro übernimmt jetzt die Lane, kann aber nicht alleine gegen RTK lanen. Hat halt aber auch ein paar Stacks. Und jetzt farmt Batrider erstmal ein paar Stacks hier ab. Hat aber auch nur diesen einen. Kann also hier noch einmal ein Triple. Oder wahrscheinlich nur, sogar nur ein Dual-Stack hier machen. Aber immerhin, es gibt ihm eine gute Infusion. Da kommt auch seine Bottle an, also wieder volles Leben. Und dann kann er das machen. Trotzdem kriegt er ja nicht das fette Camp kriegt er nicht ab. Aber immerhin ein bisschen was. Und das lässt halt RTK auch gegen Sei auf der Lane. Die haben jetzt tatsächlich die Top-Lane komplett abandoned. Mitte ist Puppy drin. Tja, das läuft nicht so gut für Secret. Das Ding ist halt jetzt auch, BG können jetzt rotieren. Haben jetzt Level 2 auf den beiden Supports. Noch nicht so ganz auf Skyrath Mage, aber der Smoke kommt hier. Und BG fangen natürlich an zu rotieren, wenn die Top-Lane abandoned wurde. Finden hier Atizi, der gerade zur Rune gehen wollte. Das ist natürlich bitter. Und Lenem bereitet sich für den... Bereitet sich darauf vor. Jetzt kommt Order Reengage und Lenem könnte hier ein Problem bekommen. Atizi wird low. Lebt aber noch und Lenem geht hier tatsächlich down. First Blood für Kuro. Schön geturnt von Secret. Auch die Rotations kamen reiß, haben sie zu lange gechased. Und die Supports von beiden Seiten waren gerade frei. Und haben Atizis Anruf geantwortet. Jetzt haben wir halt Sai gegen RTK, was wahrscheinlich auch eher für seine bessere Lane ist. RTK, egal wer da runterkommt, er hat nicht so eine gute Zeit. Man kann aber hier mal ein bisschen Last hitten. Und auch wenn er gute Timeblocks von vorne bekommt, dann ist es halt auch gut. Aber Kuro ist jetzt hier. Wirft den ersten Stun und der wird bouncen und nochmal bouncen. Ah nein. Bounce nicht zurück. Eventuell sonst hätte es vielleicht fürs Maledikt genug Damage gewesen, um noch ein paar Mal zu proggen. Aber nicht möglich. Kommt jetzt nicht rein. Macht noch ein zweiter Crisp. Praise Deck auf ihm trotzdem. Alle low. Wenig Mana. Tja, und RTK kickt ihm jetzt die Lane. 11 zu 2 für ihn. Nach 5 Minuten. Secret sind im Grafen halt irgendwie weit vorne. Können ja doch den Dschungel besser benutzen. Stacken ein bisschen S4 jetzt besonders. Stackerino und Farmerino to the max. Das ist hauptsächlich ein Dschungel. Einfach weil sie die Top-Lane abandoned haben, haben sie halt den Dschungel frei. Trotzdem. Es ist halt die Frage, inwieweit das halt Burning komplett für Freefarm zu geben, da eine gute Idee ist. Hat kompletten Freefarm, ist jetzt 40. Last Hits nach 6 Minuten. Ziemlich gute Zeit.
Omnislash auch online. Wird halt komplett allein gelassen. Mensch für Spirit kann die berühmten Doppelstacks Doppelpuls machen, was sie jetzt zwar nicht gemacht hat, aber naja. Überrascht mich, aber vielleicht kam sie gerade ein bisschen zu spät. Sei aber zurück zum Fountain, ist jetzt wieder da. Ansonsten Atizi mit den Wards. Wardet sich jetzt erstmal, wurde aber gesehen, dass es gewardet wurde. Von diesem schönen Ward. Und wird wahrscheinlich bald dewardet. Der Tower wird von Burning auch top gepusht, von daher bald vielleicht der Tower auch down und ein früher Vorteil. Früher Vorteil von BG. Tja, das Bisliner von BG scheint bisher besser zu funktionieren wie von Secret. Aber sobald die ersten Kills bekommen, sobald die ersten Teamfights eingehen, kann sich das Ganze natürlich auch einfach sehr schnell turnen. Muss man schauen. Bis vor muss er da oben auch sehr aufpassen, wenn er hier gestunt wird und einen Omnislash abbekommt, ist er auch sehr schnell tot. 1400 Gold, haben ihn sehr viel Space bekommen. Und das muss er halt auch jetzt nutzen. Wenn er halt jetzt auf der Toplane rumgammelt im Prinzip, sich nicht die Stacks holt, die jetzt auch schon wieder schön gefarmt wurden für ihn, gestackt worden für ihn, nein. Atizi holt sich erstmal die Stacks. Dann könnte demnächst irgendwann bald ein Blinkdagger kommen. Aber der kann halt auch diese Stacks hier einfach farmen. Tatsächlich ist es jetzt Puppy, der versucht ein bisschen XP abzustauben. Und ein bisschen Damage auf Burning zu machen. Aber der hat Healing Ward. Und so lange kann Puppy da auch nicht bleiben. Denn Omnislash ist immer da. Na gut, Puppy wird nicht gefunden. Erstmal noch so da. Die erste Rotations von RTK, der mit der Krone erstmal eine Go in die Mitte versucht, aber jetzt hier. Oh, finden sie Batrider. Da ist mit Haste-Rune gerade so, aber ich glaube, da wird er Schwierigkeiten haben, hier wegzukommen. Haste-Rune wird aktiviert, Lasse wird benutzt. Aber Krono, direkte Krono. Bounce kommt da, kein Heal tatsächlich leider. Und Secret, oh, noch gerade so von Zeus hier. Können sie hier turnen? Sieht nicht danach aus und ein schöner Engage. Aber Atizi, oh oh. Jao 8. TP'd zur Sicherheit raus und auch RTK könnte einfach aus dem Rohrspit rausspringen, von daher kein Engage weiter von Secret. 1:1 und sehr, sehr, sehr wichtiger Kill hier auf S4 aus dem Batrider, bevor er seinen Blink schnell bekommen kann. Denn dann wäre das eine schwierige Sache, den zu bekommen. Ups, Papi. War jetzt zu nah dran. Hier kommen die Rotations, aber S4 hat halt einfach nichts. Lennon wird geslowed, könnte daher ganz gut rankommen. Wird irgendwann rankommen und einer von denen kommt ran. Okay, zwei Raises reichen aus. Immerhin Support für Support, aber der Tower ist down. Und was destroyed by the Dire, von daher kein Deny von Puppy möglich. Aber immerhin auch kein Kill vom Juggernaut. Auf den Tower, aber dafür auf Puppy. Sei versteckt sich hier auch, sich nicht ganz sicher. Kronos zwar down, aber es sind sehr viele Leute missing. So Burning als auch Jao 8 farmen im Wald. Und die könnten halt auch hier im Wald auf ihn warten. Wie sieht es aus? Der Go von Burning auf Atizi wird jetzt gemacht. Herr Slows, da kann aber schön andeuten und dann weglaufen. Da kann Juggernaut einfach nicht dranbleiben. Die Rune wird wahrscheinlich Jao 8 gewinnen und oh, das ist keine gute Idee. Wird geslowt hier, Burning, aber das Ulti ist da weg. Kann sich aber raisen hier und kriegt tatsächlich Jao 8 down. Healing Ward ist auch down, aber mehr. Ah, da kommt die erste Cask eventuell. Wäre hier möglich, mehr zu holen, aber es sieht eher nicht danach aus. Rotations vom Batrider kommen zu spät. Blinkdeck auch nicht ganz vorhanden. Vielleicht pushen sie jetzt hier den Tower, dadurch, dass Jao 8 gerade down ist. Sei findet jetzt hier RTK. Der DP jetzt aber erstmal in die Mitte. Kann Sei auch nicht viel tun. Ja, Blinkdagger ist jetzt online für S4. Und ja, 10 Minuten 40 Blinkdagger. Wunderbar gut gelaufen hier. Können sie jetzt die ersten Möglichkeiten haben, das zu machen.
Auch halt schön, dass der Ward hier auch drin ist. Aber das wussten sie ja, dass der Ward da gesteht wurde, denn der hier hat das gescoutet. Allerdings sollten sie den hier nicht dewarden, denn dann ist halt sehr schnell hier S4 da und kann halt sehr schnell die Leute hier pickoffen, wenn sie versuchen, den Ward zu dewarden. Und ja, vergiss es, der Ward geht down, der nächste geht auch down. Also ein bisschen kleiner Ward War in der Mitte, bisher zugunsten von Secret. Smoke von Secret. Mal schauen, wo sie hinwollen. Bislang finden sie hier Kuro. Und Lanham wird... Oh, wunderschöner Blink und wunderschöner Stun. Holy shit, Lanham. Richtige Control. Nicht rechtzeitig irgendwie das Lasso geklickt bekommen. Und Lanham turnt hier. Stand auch, glaube ich, gerade richtig für den Stun. Wunderschön gemacht. Und ein bisschen fahrlässig hier wahrscheinlich von Sai, dass er nicht rechtzeitig das Raum bekommen hat. Hat einen Swap hier, aber keine Reichweite. Bisschen Damage auf Burning raushauen, aber ansonsten ist da nichts möglich. Tatsächlich ist aber jetzt hier sogar Roche möglich, wenn Venge vorbeikommt. Und das wird sie mit der Healing Ward zusammen, die off cooldown ist, mit der Wave of Terror, die aber auch leider erst auf Level 1 ist. Wait a minute, what? Plus 3 auf alle Attribute. Hat jetzt 2 Punkte in Stats gemacht, tatsächlich, Venge fürs Bild. Okay. Und Gear of BTS. Das wird das eine Core-Venge? Das scheint so. Okay. Herr Roshan geht an Secret. Geht an BG. Und das ist der erste Vorteil hier dafür. Und Secret Trium. Haben sie sich mal versucht, hier was zu holen? Secret. Sind nicht ganz in der Bredouille hier. Oh, schön die Chrono gedodged. Excellent gemacht, aber Zhao 8 ist da. Solo-Kill-Potenzial ist aber, glaube ich, auf dem Battle nicht so ganz vorhanden. S4 muss trotzdem aufpassen. Mitte ist down. Haben sie hier meinen Pick-Off bekommen. Kleiner Trade für Secret. Trotzdem könnten sie jetzt halt ein Problem haben. Trotzdem aber ohne Chrono ist das Ganze auch wiederum sehr schwierig. Zhao 8 findet hier Tizi. Aber hat nichts weiteres. Die Invis... Hört jetzt auch auf. Und daher disengaged. Sowohl Secret als auch BG wieder auf der Bottomlane. Könnte jetzt was passieren. Secret S4 bereitet sich drauf vor. Lasso ist da. Und bereitet sich drauf vor, hier den Kill zu bekommen. Einfacher, schöner Kill. Clean. Keine Chance für den Faces Forward wegzukommen. Und in den ganzen 3 Sekunden, die es bleibt, ist Bristleback einfach da und holt sich den Kill. Auch schön halt direkt den Flamebreak hinterher, damit er halt keine Möglichkeit hat zu jumpen. Mal ein bisschen Pressure auf den Bottom Tower. Ansonsten BG. Sind erstmal confident in der Mitte. Aber können halt jetzt auch gerade halt diese nicht abhalten, diese Bounty Units zu snacken. Aber gucken sie sich halt auch erstmal um. Gucken nach Wards. Gucken alle Ecken. Und schauen einfach mal, ob sie was finden. Ja, Zhao Bar eigentlich. Ja, auch SSS im Interview hat auch ihn genannt. Aber, also Zhao 8 werden meistens von den englischen Streams genannt. Zhao Bar ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Ja. Ich kann es mal versuchen. Schauen, machen jetzt hier Pressure auf den Lane. Aber Kuro wird von dem Ward hier gesehen. Jetzt nicht mehr. Aber deshalb wird er doch disengaged. Mal schauen, ob sie hier den Tower deffen kommen. Oder ob sie einfach nur Top Lane traden. Sieht so danach aus, als ob das nichts wird. Einfach nur ein Trade. Nichts weiteres passiert, aber ich glaube, Big God werden hier einfach weitermachen. Sieht so danach aus. Trotzdem S4 ist aber da und bereite schon mal das Feuer vor, um die Creepfield wegzumachen. Das geht recht einfach. Mal schon kurz gescoutet hier. Okay, wir wissen, sie sind top. Wollen traden, aber nein, WTPen rein. Wir versuchen vielleicht einen Pick-Off zu bekommen. RTK könnte jetzt hier jumpen. Aber die restlichen TBs kommen nicht.
Eventuell, nein. Hier ist leider keines vor oben. Sonst könnten sie jetzt mit der ganzen Minus Armor halt einen Easy Go auf Faces Void machen. Und werden Max Minus Armor in Schnelldown bekommen. Trotzdem aber ein bisschen Damage auf den T2 gemacht. Für keinen Damage auf den T2. T1 für T1 getradet. Naja. Favored erstmal niemanden. Die Grafen sagen, es ist komplett even. Swingt mal hin und mal her, je nach Teamfight. Und auch XP ist sehr even. Also haben wir ja ein Finale, Halbfinale, Semifinale, wie auch immer. Was super even ist. Die beiden anderen Games waren es halt auch ähnlich so. In der Mitte kommt jetzt erstmal der Go, vielleicht auf Shadow 8. Blink ist da, Lasso ist da, aber direkt der Swap hier von Secret tatsächlich hier rein, unterm Tower. Damage rein und die Chronos 4 auf 3 Heroes. Oh, Secret. Ganz großes Kino hier. Ah, der Death Ward sollte hier den Tick machen, je nachdem wie viel der Backtrack. Okay, die Urne selbst tötet ihn schon. Oh, lassen sich von einer 3er Chrono catchen. Aber trotzdem. Oh, und gerade so die Raises hier noch. Sorgen dafür, dass der Kill kommt. Aber jetzt ist hier Zhao 8. Und der Omnislash kommt hier rein. Atizi geht down, bevor er sein Ulti rausbekommt. Beziehungsweise bekommt es nur einmal raus. Burning hat auch die Aegis, von daher will Seid er nicht rein. Und 2 zu 4 tatsächlich endet es aus, nachdem ein schönen Re-Engage von BG in den Händen, fähigen Händen von Burning. Wieder patentierte Shadowblade-Build von Juggernaut hier. Hat im letzten Game auch schon gesehen. Ich bin gar nicht sicher, ob das wie sinnvoll das war. Aber naja, wenn Burning es mag, dann soll das so spielen. Nun gut, S4 ist auf dem Weg zum Forstef. Aber mit dem Mud Golems wird das ein bisschen schwieriger. In Level 11, Lasso cool schon down. Die Camps sind halt alle down. Der Ward, weiß ich, aber blockt. Sollte. Sonst wären die Camps natürlich da. Aber halt zwei sehr nahe Wards. Die den ganzen Radiant Jungle unter Kontrolle haben. Sei es jetzt hier ein bisschen im gegnerischen Territorium. Aber noch keine Chrono. Wollen sie erstmal noch nichts mit ihm zu tun haben. Ist er bisher noch nicht gestorben. 1-0-1. Ah, da kommt der Go jetzt erstmal auf Sei. Mal schauen, wie sie reengagen. Chrono ist bisher noch nicht gebraucht. Ah, schön geturnt, aber ja. Chrono kommt raus. Die Frage ist, können Secret reengagen? Und die Antwort ist nein. Atizi wird auf der Top-Lane von Burning gechased. Und wenn hier Kreefave down ist, Atizi riecht, glaube ich, was. Und es steht sehr stark zu Kreefave daneben. Aber ist ja die Frage, ob sich Burning hier wirklich solo anlegen will. Dazzle kriegt dann tatsächlich Faces Void down. Na gut. Aber ja, Atizi muss ja schnellstens raus. Da kommt der Support. Hat auch von Ward gesehen, von daher. War Atizi da locker safe. Der erste Ward hier wurde dewardet. Wurden leider 2 gebraucht, um das zu tun. Aber naja, der erste Ward ist down. Der zweite geht dafür halt noch nicht weit genug. 2 Observer Wards zusammen. Sicherstellen, wenn man schon mal gerade da ist, kann man auch die Division noch länger aufstellen. Außerdem ist halt auch der Vorteil, wenn der erste Ward hier unten down ist und der Gegner sieht, da war ein Ward, dann denkt man mal, dass da nicht direkt schon wieder ein neuer steht. Besonders wenn man nicht sieht, dass ein neuer gestellt wurde. Aber da ist einer. Auch super aggressiver, schöner Ward hier von Secret hier. Im Dire Jungle, der die beiden Camps gut beobachtet. Aber gerade erstmal unbrauchbar, denn Secret ist nicht so sonderlich weit voraus, um da wirklich halt auch tief zu diven. Und das ist tatsächlich ein recht großes Problem, denn BG haben Late Game. BG haben Juggernaut, BG haben eine Chronosphere und auch immer den Swap, um die schlimmsten Helden rauszuholen, wie man jetzt gerade wieder sieht. Batrider ist gerade relativ useless. Und aber jetzt kommt hier Burning, Shadowblade. Wurde, glaube ich, gesehen. Ja, auch schön direkt Sentry Ward rausgestellt. Ich fand es auch schön eben von Puppy. Er hat seinen Weave hier hingemacht. Zum Scouten quasi. Er wusste halt, dass sie Helden sind.
Das heißt, die Helden denken, dass er hier scouten musste und gehen davon aus, dass sie im Secret dort kein Wort hat. Also ist a trap. Whoops, und Puppy's down. Zwei Skills Dealer, okay. Aber halt sicherstellen, dass hier die Re-Engage nicht kommt. BG haben das Game gerade ziemlich unter Kontrolle. RTK hat tatsächlich wieder Chrono. Und das könnte hier eine gute Chrono werden. Auf zwei Helden. Oh, ganz knapp drum. Aber trifft halt leider nur auf einen. Aber der Omnislash kommt hier raus und Grave kommt von Puppy raus. Schön gemacht. Extra gebuybackt. Und jetzt können sie turnen. Lenem geht down. Burning ist schon down. RTK geht down. 3:1 tatsächlich getradet. Plus das Buyback. Das Buyback hat sich richtig gelohnt. Jetzt sollten wir dafür auch einen T2er Tower bekommen. Schöner Teamfight von Secret. Aber prinzipiell dank RTK, der die Chrono leider nur auf Etizion bekommen hat. Und auch schöner Call von Puppy direkt gesehen. Okay, hier ist die Chance. Die können wir rein TPen. Und ab dafür. Tower sollten sie bekommen. Drum wird gepoppt einfach. Und ja. Kriegen Tower. Sehr guter Exchange. Und Roshan ist auch wieder da. Das Ganze halt ohne Krone und ohne Omnislash. Von daher werden hier Secret wahrscheinlich wohl da reingehen. Finden ihr, oh, Eis, ganz knapp nicht. Das ist schade für Secret. Hätten sie den gesehen, wäre das halt ein Instant-Go gegangen. Und dann hätten sie erst recht hier Roshan goen können. Aber erstmal ziehen sie sich zurück. Sie wissen ja, dass Roshan existiert. Und werden zumindest ein gutes Auge drauf haben mit dem Ward hier. Und gucken halt, dass sie vielleicht nicht da gesmoked werden. Networth ist ein bisschen Favor auf Secret gegangen mit diesem einen schönen Teamfight. Allerdings kann das Game halt, wie gesagt, in jede Richtung gehen und halt auch noch sich in 20 Minuten in jede Richtung bewegen. Wir haben also die Core-Items, ob sie bald rauskommen. Batrider ist auf dem Weg zum BKB, hat halt Blink und Forstaff. Auf der anderen Seite haben wir Bristleback mit dem BKB, wir haben Shadowfiend mit dem BKB. Die BKB sind draußen. Jetzt ist halt so die Zeit für Secret, um halt wirklich den Damage zu ignorieren. Und ab dafür. Prinzipiell. Scouten ist Ulti und schön zu sehen, dass sie in Roshan drin sind. Außerdem, der S4 Batrider wird da auch gefunden. Aber ich glaube, da wird Ventures Build. Lenem wird da ziemlich sicherstellen, dass da jemand kommt. RTK hat Chrono. Secret. Haben nicht mitgezählt anscheinend, aber Atizi steht da ziemlich gut drin. Außer, dass er jetzt in die Chrono reinläuft. Das ist bitter. Aber macht den Bomb und der Death Ward macht einiges an Damage. Holy shit. Dazzle geht down. Puppy zum Preis prinzipiell vom Burning. Und jetzt auch noch schönes Lasso nach dem Swap raus. Beziehungsweise wenn er nicht da ist. Schönes Flame Break. Auch noch zum Zurückschussen. Und schöner Fight für Secret hier. 2:1. Einiges an Gold. Ein bisschen was in XP. Aber es ist viel wichtiger halt. Roshan geht in die Hände von Secret. Atizi snackt sich in Aegis. Und die Zeit von Secret ist gekommen, zumindest diesen T1 zu holen. Und wahrscheinlich auch diesen T2 ohne Omnislash, ohne Chrono. Easy peasy. Ja, 1:2 Trade. Alle Ultis von BG raus. Ein Roshan, 2 Tower. Was wollen Secret mehr? Haben auf einmal das Game halt ziemlich weit zurückgeholt. Networth geht sehr stark hoch. Wir waren bei den Core-Items. Wie sieht es da aus? Zeus hat die Mobilität. Mensch fürs Bild noch nicht das Medaillon. Weiß nicht, ob sie da noch drauf gehen wird nach der Urne noch. Scareth Mate ist auf dem Weg. Weiß ich nicht. Rod of Arthos oder Forstaff. Bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir schauen. Burning. Oh, Re-Engage von Secret. Das könnte eine schöne Trap werden. Mal schauen, wen sie hier finden. Es ist RTK, aber Swap zurück. Nein, sie kommen nicht ganz dahin. RTK ist mitten von denen, hat keine Chrono. Aber Forstaffs sind da. Springt zurück, aber der Damage von RTK sollte da sein. Swap kommt da, die Urne. Die neue Urne kommt da, sei es tief drin. Der Deathward wird tatsächlich ausgepackt. Nur für einen Helden. Trotzdem, Chrono Man ist down. Festes Wort ist down. Buyback von Scareth Mage. Direkt down, Triple Buybacks und jetzt heißt es für Secret abzulaufen. Und Atizi kommt da rein und direkt First Bash. Badüm. Aber ein Grave ist noch da.
Wer wird hier gesaved? Sei wird gesaved. Oh, schönes Grave, genau richtig. Und jetzt heißt es Reengage. Ice heißt slow. Burning ist slow. Wird Burning down gehen? Burning geht down. RTK hat gebuybackt. Könnt ihr nochmal gehen? Bisher ist nur das Gareth-Match, den Dieback hatte. S4 versucht hier RTK down zu kommen. Das ist ein Dieback. RTK ist down. Lanham wird gechased. Fountain Diving Secret. Das könnte das GG sein. Hier geht's um alles. Fountain Diving wird aber abgebrochen und eventuell. Oh, der Swap von Kuro in den Fountain rein. Sehr schön gemacht. Lanham geht tatsächlich nicht down und Secret kriegen hier gar nichts raus. Wir haben vieles Buybacks geholt, aber jetzt mit dem einen Fountain Dive haben sie da doch sehr viel verloren. Haben tatsächlich keine Racks rausbekommen. Das ist erstaunlich. Riesiger Fight, tatsächlich ein 3 zu 4 plus 3 Buybacks plus 2 Kills. Also irgendwie ein 3 zu 6 oder 3 zu 7, glaube ich sogar. Ja, 3 zu 7. Wunderbar gemacht, einiges an XP und an Gold rausgekommen, aber keiner der Objectives. Sind da ein bisschen tief gedived und haben halt im Endeffekt wirklich nichts rausbekommen. Ja, lol, Kuro. Sie ernsthaft den Fountain swappen lassen. Hat er denn aus seinen Pubs nichts gelernt? Tja, da haben sich alle Team Secret Fans gefreut, aber nein. Zunichte. Trotzdem Buybacks erstmal auf cooldown. Und zwar von jedem von Team Secret, außer Zeus. Daher bin ich mal gespannt, ob jetzt hier eventuell sogar Secret sagt, okay, hier, wir committen einfach nur rein und buybacken dann alle und committen nochmal rein. Allerdings ist es halt die Frage, müssen halt super aufpassen, denn BG hat halt immer noch ein Lineup dafür mit dem Omni-Knight und der Chrono, dass sie doch einfach so wipen können. Könnte halt ein bisschen greedy sein. Außerdem, die Death-Respawner sind halt noch so kurz, dass sie halt in der Zeit, wo einer down ist und sie buybacken können, halt nicht mal wieder zur Base laufen können. Schauen wir uns mal die Grafen an, aber die werden, glaube ich, eine eindeutige Sprache sprechen. Zack, auf einmal 10.000. Von, ja, in 7 Minuten 10.000 Gold gut gemacht. Man sieht halt schön diesen Knick hier, den es gemacht hat. Einfach nur wegen Kuro, glaube ich. Sonst wäre es noch weiter nach oben gegangen. Oh, aber eine Invis ruhen auf Batrider. Und er findet hier tatsächlich Ice Ice. Ist sich aber nicht sicher, ob er einen Go machen will. Aber macht doch den Go und Swap. Wow, Long Range Swap. Hat die Animation schon anbekommen. S4 ist aber noch nicht fertig. Da kommt der Flame Break. Treibt Lanham zurück. Lanham ist jetzt das Ziel. Sieht nicht gut aus für Lanham. Kann er sich in die Creeps hinein? Nein, es sind leider keine da. Buyback nicht vorhanden. 50 Sekunden auf den Sidelines, aber wo ist die Creep Wave? Ups, noch lange nicht da. Alle Lanes pushen gerade rein. Und Secret haben dann Pickoff bekommen, aber mehr auch nicht. Der Rest müssen nicht mehr Objective-Based Dota spielen. Roshan wird noch einige Zeit dauern. Artisi cuttet ein bisschen die Wave. Und vielleicht versuchen BG hier einfach ein 2 zu 2 zu traden. Das wäre ein ziemlich guter. Ja. Ein ziemlich guter Trade. Ich werde müde, ja, danke. Woher wohl? Aber naja, das Game könnte jederzeit zu Ende sein. Zumindest ist, wie gesagt, Secrets sind weit voraus. Haben hier was rausgeholt, aber Objectives, die Racks stehen noch. Und BG hat halt die Combo, um jederzeit eigentlich zurückzukommen. Außerdem muss der Secret aufpassen, wenn sie jetzt hier in Burning reinlaufen, der mal schnell das Omni slasht, dann sieht es schlecht aus. S4 hat mit dem Gem und mit Firefly schon eine ziemlich gute Möglichkeit, hier was aufzuhalten. Aber trotzdem müssen konzentriert weiterspielen. Ansonsten können sie das Game halt auch ziemlich schnell wieder abgeben. Ich meine, dieser Vorteil ist halt einmal Teamwipen. Na gut, nicht ganz, aber ja doch eigentlich mit den ganzen Streaks drauf. Sollten einige Streaks drauf sein. Wir haben Shadowfiend mit 5-1. Wir haben Sai mit 6-2. Und ich glaube, selbst die Supports haben halt irgendwie Streaks. Von daher müssen sie hier auf jeden Fall aufpassen. Trotzdem, Shadowfiend ist fett. Shadowfiend hat Skadi. Und BKB. Und ja. Secret müssen eigentlich den Druck aufrechterhalten. Trotzdem strugglen sie ein bisschen. Gucken jetzt erstmal, dass sie die Lanes rausgepusht bekommen. Der Top Tower steht halt immer noch. Sehen auch jetzt hier, dass Burning da ist.
Und eventuell kommt jetzt hier ein sehr schneller Go auf Burning, wie es scheint. Erst vor, geht zu Fuß unterwegs, aber auch Burning weiß, dass er da rausdippen sollte. Hat ihn genügend Game Sense, dass er da definitiv weiß, ist er zu weit draußen. Hat Easy sehr weit vorne. Muss halt aufpassen. Könnte halt auch ein Easy Swap werden. Vielleicht ein bisschen greedy, aber egal. Scoutet hier das ganze gegnerische Team. Sind zu fünft hier, könnten halt vielleicht auch raussmoken. Kommt dann Smoke. Nicht auf dem Kurier. Burning auch erstmal mit der Invis-Rune. Kommt auch so weg. Secret pushen Top Tower. Wahrscheinlich T2 Tower pushen und dann versuchen, in Rosh reinzugehen. Rosh wird zu der Zeit wahrscheinlich wieder da sein. Schauen wir mal, 33 Sekunden wird es klar, wann es wiederkommt. Und Secret sind sie aber nicht ganz sicher, ob sie hier den Tower holen wollen oder nicht. Sehen hier auf jeden Fall RTK. S4 ist ready. Und ja, Secret wollen RTK, aber wieder der Swap raus. Kannst du vergessen. Lenem ist da und Lenem lässt nicht los. Diese Swaps. Einer der MVPs, glaube ich, in diesem Spiel, sonst hätte BG schon lange verloren. Denn die Lassos sind on point, aber die Swaps sind halt immer da. Keine Sekunde zögerte. Und direkt ist alles da. Der Tower geht jetzt down. Roshan wird in 2 Minuten spawnen. Vorher noch Zeit für Secret, noch ein bisschen abzuwarten. Klar, Lasso muss erstmal wieder cooldown. Swap muss wieder cooldown. Und dann müssen sie gucken, dass sie aber auch Wards haben. Oder dass sie halt die Lanes rausgepusht haben, damit sie ja halt auch sehen, wann BG smoken wird. Denn BG wird in Roshan smoken. Die Wards sind zwar nicht vorhanden für BG. Trotzdem wird ihnen wahrscheinlich recht schnell klar sein, wann Roshan kommen wird. Andererseits ist es ein langer Roshan. Es kann sich durchaus vielleicht zu früh sein. Aber da kommt ein Item, was in diesem Fight wahrscheinlich das Spiel entscheiden wird. Death Ward mit Arcanimals auf Kuro. Leider noch nicht Level 16. Aber sie haben auch erst 33 Minuten für den Support. Ist Level 14 schon sehr viel. Invis Rune auf S4. Mal wieder. Schaut mal, was er findet. Ups. Kannst du mal bitte Ulti machen? RTK sieht, ups, es sind alle und tschüss. Schnell wieder raus. Haben halt aber auch hier kein Ward. Haben das auch getestet. Und guck mal, vielleicht, ob sie einen Pick-off hier bekommen. S4 bereitet sich darauf vor, bei RTK nimmt den sicheren Weg. Trotzdem Swap wieder mal vorhanden. Ich habe S4 gar nicht gesehen, wie der rein ist, aber wieder der Swap. Und ja, Disengage wahrscheinlich von Secret. Wenn ich sie für rausbekomme, Burning cuttet hier die Waves, versucht das Ganze ein bisschen zu split pushen, finden die Glyphe und werden wahrscheinlich daran backgehen. Roshan respawnt in 30 Sekunden, das wissen aber beide Teams nicht. Und sie forcen es tatsächlich. Interessant, nächstes Lasso ready. Was? Nach der Swap kam raus vor dem Lasso. Oh, das ist ein Desaster von BG. Und tatsächlich gehen sie jetzt beide. Ah, oh, die Krone kommt noch raus, aber der Death Ward einfach. Oh, und bounce natürlich weiter auf die Creefwave. Burning hat Pech. Jetzt groupen sie halt alle zusammen. Burning hat ein großes Problem, denn Burning wird hier noch down gehen. Bisher Double Buyback. Da, Swap reicht nicht. Lenem geht hier nochmal down. Oh nein, Ultra-Kill für Adizi. Wird er die Rampage bekommen oder werden sie vorher aus-GG'en? Das wird auf jeden Fall ein Tower und Rex und tatsächlich GG. Secrets haben es geschafft, haben dieses Game überragend zu Ende gespielt. Und obwohl diese Swaps halt ziemlich stark im Weg waren von Lenem, MVP für mich in diesem Game tatsächlich, der doch so knapp gemacht hat, haben Secret geschafft. Holy Crip. Und congratulations. Was ein Game. Knappe Sache. Aber super gespielt von Secret, dass sie halt auch da am Highground standen. Und ich glaube, dieser Bait von diesem Lasso war am Anfang halt einfach MVP hier von S4. Dass er reingegangen ist, ich habe nur den Swap gehört und dachte halt, Mist. Da, keine Ahnung. Ist er halt auf jeden Fall, hat Batrider mal wieder das Lasso versucht, aber nein, es war ein Bait. Hat das Lasso noch gehabt und dann beim nächsten Mal direkt reingesprungen und direkt in das Shadowfiend Ulti gezogen. Reckon of Swords ist durchgegangen. Bam, und direkt 2 Buybacks und ab dann ging der Fight was anderes los. Und Kurokai Death Ward hat auch nicht wirklich BG geholfen, das Game zu gewinnen. Puh. Was eine Series. Secrets sind weiter und werden wohl jetzt im Losers Brackets Endfinals Consolidation Final gegen EG spielen. So wie es ausschaut, ich gucke nochmal nach.
aber sollte es soweit sein, Team Liquid, was sagt Team Liquid? Dota Liquid sagt, dass Team Secret jetzt gegen EG spielen wird. Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt das Ganze auf Saphira TV gesehen, @Saphira TV auf Twitter. Ich bin Sisterson, @Sisterson Dota auf Twitter. Und ja, diese Videos gibt es auch in HD auf dem YouTube-Kanal von mir. Einfach Sisterson auf YouTube suchen. Und dann findet ihr die Videos auch schön in 1080p. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's in, wie ich die AC kenne, in einer Stunde. Okay, hoffentlich in einer halben Stunde weiter mit Team Secret gegen EG. Runde 3. Ungefähr. Einmal Group Stage, einmal Playoffs und jetzt das Ding. Und da entscheidet sich, wer im Finale gegen VG spielen kann. Bis gleich mit MQ Caster.